Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 51. Frau Kollegin Gnadl steht schon sozusagen Gewehr bei Fuß. Es dauert halt ein bisschen mit den Mitteilungen und steht schon eine ganze Weile da. Ich weiß, ich beeile mich ja auch deswegen ganz besonders. Tagesordnungspunkt 51, ja, da kann man drüber diskutieren. Ich weiß, verbunden mit dem Dringlichen Antrag der Tagesordnung 73 und dem Dringlichen Antrag Tagesordnungspunkt 75. Ich darf jetzt erteilen der Kollegin Gnadl das Wort für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestern haben auf dem Kranzplatz vor der Staatskanzlei Kinder und ihre Eltern demonstriert und auf ihre derzeitige Situation aufmerksam gemacht. Sie haben deutlich gemacht, welchen Belastungen sie derzeit ausgesetzt sind und wie viel Hoffnung sie in die Ankündigung des Sozialministers im Hinblick auf die Öffnung der Kitas ab dem 2. Juni gesetzt haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, was übrig geblieben ist von den Hoffnungen, das ist vor allen Dingen Entsetzen darüber, was jetzt umgesetzt werden soll, und Verzweiflung und auch Wut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Landesregierung lässt die Kinder und ihre Familien im Stich. Und schlimmer noch, sie halten es noch nicht einmal für notwendig, zu dieser Demonstration hinzugehen und sich überhaupt nur anzuhören, was die Familien zu sagen haben. Keiner von CDU und GRÜNEN, keiner aus der Landesregierung hat es für nötig empfunden, gestern dorthin zu gehen und sich die Sorgen und Nöte der Eltern anzuhören. Familien sind in der aktuellen Situation hohen Belastungen ausgesetzt. Sie sind nach 10 Wochen am Limit. Und wer selbst zu Hause kleine Kinder hat und dieses Spagat zwischen Berufstätigkeit, Homeschooling, Kinderbetreuung tagtäglich durchführt, der weiß, was in diesen Familien los ist. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, wovon ich spreche. Viele Familien plagen Existenzsorgen oder sie leben in beengten Wohnverhältnissen. Einige Eltern haben bereits ihren Jahresurlaub aufbrauchen müssen und wissen nicht, wie es in den Sommerferien weitergeht und wie sie das in den Ferien überhaupt noch hinbekommen sollen. Und vor allen Dingen die Kinder und die Jugendlichen, die spüren die Belastung der Eltern ganz besonders. Und hinzu kommt, dass ihnen natürlich auch die sozialen Kontakte mit den Gleichaltrigen fehlen. Die gewohnten Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Und auch die benötigte Förderung durch Kitas und Schulen fehlt. Kinder haben ein Recht auf Unversehrtheit, und sie haben auch ein Recht auf Bildung. Kinderkrippen und Kindertagesstätten sind für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten keine Aufbewahrungsanstalten. Sie sind Orte des Lernens, und sie sind für uns frühkindliche Bildungseinrichtungen. Und umso länger die Schließung der Einrichtungen dauert, umso schwerer werden die Folgen für die Kinder und ihre Familien. Die Corona-Pandemie ist eine noch nie dagewesene Situation für unser Gesundheitssystem und für unsere Gesundheitspolitik. Die drastischen Einschränkungen waren nötig, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bekommen. Und für die notwendigen Maßnahmen gab es auch in der Bevölkerung immer eine Rückendeckung. Aber man kann eben diesen Kredit auch ganz schnell verspielen, und diese hessische Landesregierung ist auf dem besten Weg dorthin. Jetzt wird es Zeit, dass die Familien eine verlässliche Perspektive in dieser Situation erhalten und dass die Kinder endlich wieder zurück in ihre Einrichtungen gehen können. Familien haben Anspruch auf eine Landesregierung, die bereit ist,
Verantwortung in dieser schweren Zeit zu übernehmen, die Entscheidungsstärke demonstriert und die vorangeht, Wege aufzeigt und vor allen Dingen auch offen kommuniziert. Und all das haben wir in Hessen nicht. In Hessen fehlt die klare politische Führung und die verlässliche Kommunikation in diesen Krisenzeiten, insbesondere im Sozialministerium. Wo es unbequem wird und vielleicht auch mit gewissem Risiko verbunden ist, ducken Sie sich jetzt weg und versuchen, die Verantwortung nach unten abzuschieben. Und das sieht man jetzt bei der geplanten Kita-Öffnung. Ja, viele Familien brauchen wieder eine Kinderbetreuung, die allen Kindern offen steht und zumindest eine verlässliche, wenn auch eingeschränkte Betreuung garantiert. Und uns allen ist klar, dass damit auch ein gewisses Risiko verbunden ist, dass es auch zu neuen Infektionsherden kommen kann. Und hier muss man, wenn man Sozialminister ist, entweder sagen, gehe ich dieses Risiko ein oder nehme ich dieses Risiko nicht in Kauf. Aber Sie machen weder das eine noch das andere. Sie machen nur große Ankündigungen. Ab dem 2. Juni sollte es in Hessen wieder ein eingeschränkter Kita-Regelbetrieb für alle Kinder geben. Bis zu den Sommerferien, also bis Anfang Juli, sollten alle Kinder wieder ihre Einrichtungen von innen gesehen haben und besuchen können. Das alles entpuppt sich als haltlos. Die Eltern, Erzieherinnen und Erzieher und die Träger der Einrichtungen können nicht auf das zählen, was sie sagen. Ab dem 2. Juni gibt es in Hessen weiterhin nur eine Notfallbetreuung. Anders kann man das nicht nennen. Das ist noch nicht einmal eine tatsächlich ausgeweitete Notfallbetreuung, weil Sie auf der einen Seite zwar den Spielraum für einige Kinder erhöhen, in diese Notfallbetreuung reinzukommen, aber auf der anderen Seite schränken Sie mit der Verordnung, die Sie endlich gestern auf den Tisch gelegt haben, die Notfallbetreuung für einige Kinder wieder ein. Also, alle weiteren Entscheidungen, die darüber hinausgehen, die schieben Sie auf andere ab, nämlich auf die kommunale Ebene. Und Sie nennen das, wir lassen freie Hand. Ich nenne das Zynismus. Ich weiß gar nicht, was Sie so lustig finden, Herr Wagner und Herr Frömmrich. Ich finde, die Situation für Eltern in Hessen ist sehr ernst. Sehr ernst, Herr Frömmrich und Herr Wagner. Nur wenn nach den Kindern mit Anspruch auf Notbetreuung noch freie Plätze bleiben, sollen andere Kinder in Absprache der Träger mit den Jugendämtern zum Zuge kommen. Es sollen also diejenigen Träger und Jugendämter dann entscheiden. Die Konflikte, die es vor Ort jetzt geben wird, die sind doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, vorprogrammiert. Der Sozialminister zieht sich hier aus der Affäre. Er gibt keine Vorgaben für die Größe der erlaubten Gruppen, noch zu erweiterten Räumlichkeiten für die Betreuung. Und das heißt, die Kommunen und Träger, die möglicherweise vorsichtig agieren, kleinere Gruppen machen, da kann dann der Minister den enttäuschten Eltern mitteilen, das ist leider die Entscheidung vor Ort. Diejenigen, die vielleicht großzügigere Entscheidungen treffen und möglicherweise eine Infektion am Ende in der Einrichtung haben, denen können Sie dann auch den schwarzen Peter zuschieben. Es ist ja die Verantwortung alleine vor Ort, die da getroffen wurde. Und dieses schwarze Peterspiel ist das Gegenteil von einer verantwortungsvollen Regierungspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ein Blick in andere Bundesländer zeigt, dass es auch anders geht. Viele Bundesländer haben frühzeitig einen Plan aufgestellt, wie sie eine stufenweise Öffnung der Kitas ermöglichen werden, beispielsweise Niedersachsen, die gesagt haben, bis zum 8.6. den Kita-Betrieb auf 50% hochfahren, ab dem 1.8. zum Regelbetrieb zurückzukehren. Oder Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und Hamburg, die stückchenweise nach Altersgruppen, hören Sie mir doch erst einmal zu, angefangen mit den Vorschulkindern, die Kinder wieder aufnehmen. Diese Bundesländer
verfolgen einen konkreten Stufenplan, auch mit entsprechenden zeitlichen Angaben. Andere Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen und bald auch NRW und Baden-Württemberg öffnen die Kitas tatsächlich für alle Kinder mit entsprechenden strikten Trennung der Gruppen, Hygieneauflagen und auch verkürzten Öffnungszeiten. Aber sie öffnen für alle Kinder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und den Weg, den Hessen jetzt einschlägt, ist ja weder das eine noch das andere. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Fatale dieses Handeln dieser Landesregierung. Sie machen weder das eine noch das andere. Sie delegieren einfach nur die Verantwortung nach unten ab und machen keine klaren Vorgaben, keine klaren Kriterien, nach denen die Träger und die Kommunen vor Ort handeln können. Und das führt dazu, dass weder die Kinder und die Eltern wissen, wie es am nächsten Dienstag für sie weitergeht, noch die Träger der Einrichtungen oder die Erzieherinnen und Erzieher. Was antworten Sie denn? Was sollen denn die Eltern ihren Kindern antworten, wie es für sie ab Dienstag weitergeht? Was sollen berufstätige Eltern jetzt eigentlich dem Arbeitgeber sagen? Wie sollen sich die Erzieherinnen und Erzieher auf die Situation nächste Woche vorbereiten und wie die Träger der Einrichtungen? Und nach welchen Kriterien sollen jetzt eigentlich die Jugendämter über diese sogenannten freien Plätze entscheiden? Auf all diese Fragen geben Sie keine Antworten. Und für all diese Fragen übernehmen Sie keine Verantwortung, Herr Sozialminister. Und zur Aufgabe eines Sozialministers gehört es eben auch dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man diese nicht wahrnehmen will, Frau Kollegin, Sie müssten langsam zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Und wenn man diese nicht wahrnehmen will oder kann, dann ist man nicht gezwungen, dieses Amt auszuführen. Man muss es eben nicht nur wollen, man muss es auch können. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnadl. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Böhm. Ich gehe jetzt nach den Anträgen vor, und dann kommt dann als Nächstes die FDP mit dem Fraktionsvorsitzenden Rock. Aber jetzt erst einmal Frau Böhm. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wer die Kommentare vieler hessischer Eltern in den sozialen Netzwerken wahrnimmt, die Schreiben der Eltern und Verbände, wer die gestrige Kundgebung vor der Staatskanzlei verfolgt hat, Kollegin Lisa Gnadl hat ja gerade schon etwas dazu gesagt, oder auch den offenen Brief der Kinderbeauftragten aus Frankfurt liest, kommt zu dem eindeutigen Fazit. Die schwarz-grüne Landesregierung hat Eltern, Erzieher und Kinder maßlos enttäuscht. Seit Wochen gibt es Hinweise aus der Wissenschaft, von Elterninitiativen, Gewerkschaften, Kinderschutzbund und vielen anderen, dass es nicht nachvollziehbar ist, warum fast alles wieder öffnen darf, aber es keine Priorität für frühkindliche und schulische Bildung gibt. Wochenlang hat Sozialminister Klose mantraartig betont, dass alles mit dem eingeschränkten Regelbetrieb ab dem 2. Juni zum Besseren gewendet würde. Und dann geben Sie letzte Woche eine Pressekonferenz, die das genaue Gegenteil belegt. Ihr sogenanntes Konzept bedeutet schlicht und ergreifend, dass sich das Land zurücklehnt. Frau Gnadl hat es gesagt und die komplette Verantwortung an die Kommunen delegiert. Sie hatten so viel Zeit, sich Gedanken über eine Wiedereröffnung zu machen. Herausgekommen ist aber nichts. Sie hatten die Möglichkeit, mit den Trägern ein Konzept zu erarbeiten, dass aber nur die kommunalen Spitzenverbände mitreden dürfen und da auch nur einzelne Interessen berücksichtigt wurden. Das ist wirklich ein Skandal.
Sie können nicht sagen, wie hoch die Betreuungskapazitäten in den Kitas sind. Deswegen sind Sie nicht in der Lage, Aussagen zu Maximalgrößen von Gruppen zu treffen oder auch, wie in Thüringen zum Beispiel, Maßgaben zu geben, in wie viele Kinder wie viel Raum beanspruchen. Sie wagen es nicht einmal, eine klare Empfehlung auszusprechen, dass Erzieherinnen und Erzieher, die zu Risikogruppen nicht beschäftigt werden sollen. Die betroffenen Kolleginnen und Kollegen müssen sich jetzt allein mit der Situation und ihrem Arbeitgeber auseinandersetzen, ohne ihre Unterstützung. Die Eltern, die sich auch dank der von der schwarz-grünen Landesregierung zu verantwortenden Öffnungsreihenfolge, zuerst die Autohäuser, dann die Shopping-Malls, dann die Tattoo-Studios und die Biergärten, immensen Druck von Seiten der Arbeitgeber ausgesetzt sehen, wissen nach ihrer Pressekonferenz und nach ihrem angeblichen Konzept genauso wenig wie zuvor, wie sie nächste Woche ihre Arbeitssituation überstehen können. Aber ich möchte jetzt auch keine Einrichtungsleitung sein. In den Einrichtungen laufen aktuell die Telefone heiß, weil Hunderte von Eltern sich erkundigen, ob ihr Kind ab dem 2. Juni eines der Glücklichen ist, das wieder in die Einrichtung kommen darf. Und die Einrichtungsleitungen wissen, haben darauf keine Antworten, weil sie sich geweigert haben, dafür irgendwelche Standards und Rahmenbedingungen auch vorzugeben. Und es ist unverantwortlich, dass sie die Träger, die Erzieherinnen und Erzieher und vor allem die Eltern und die Kinder schlicht im Regen stehen lassen. Man kann ja nicht sagen, dass es keine Konzepte gibt. Es gibt eine Vielzahl von Vorschlägen. Es gibt den Vorschlag von Verdi, der hohe Ansprüche an den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Kolleginnen und Kollegen stellt. Es gibt Vorschläge wie das Positionspapier der vier medizinischen Fachgesellschaften aus der vergangenen Woche, die fordern, wieder alles aufzumachen, weil sie Kindern und Jugendlichen ein deutlich geringeres Infektions- und Übertragungsrisiko zusprechen. Aber auch der Virologe Drosten spricht sich für die Öffnung der Kitas und Schulen aus. Und es gibt die Konzepte aus den verschiedenen Bundesländern. Das ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Auch die Opposition hat Konzepte vorgelegt. Wir haben unseres schon vor vier Wochen vorgelegt, aber das tut uns leid, die Landesregierung ignoriert das völlig alles und leistet sich keine eigene Position dazu. Hätten Sie vielleicht auch einmal den Blick in die anderen Bundesländer gewagt, dann wäre Ihnen noch etwas aufgefallen. Es ist durchaus machbar, dass die Elternbeiträge für die geschlossenen Kitas als Land vom Land übernommen werden können. Ich nehme mal nur unsere direkten Anrainer. Thüringen hat die Beiträge komplett übernommen. Bayern hat sie übernommen. Baden-Württemberg zahlt 100 Millionen € an seine Kommunen, damit diese die Beiträge überlassen können. Und in Rheinland-Pfalz gibt es die fast komplette Beitragsfreiheit bereits. In Hessen hört man nur von der Landesregierung, dass sie den Kommunen, die es nicht mit ansehen konnten, dass die Eltern so unter Druck stehen und ihnen dann noch dafür Geld abzuknöpfen, dass sie den Kommunen die Forderung, dass sie auf eine große Halde kommen und man mal schauen können, was davon finanziert ist. Geben Sie endlich die Zusage, die Elternbeiträge für die Corona-Monate aus originären Landesmitteln zu übernehmen. Und natürlich haben wir von der Landesregierung keine Detailplanung erwartet. Aber wer wäre es denn gewesen, zum Beispiel, wenn Sie sich zu einem zeitweisen Aufenthalt in Kitas geäußert hätten, wenn Sie Empfehlungen ausgesprochen werden, dass die Kinder in der Schuleingangsphase bevorzugt wieder aufgenommen werden sollen. Aber den Trägern hier die Entscheidung aufzubürden, das führt nicht zu Chancen- und Bildungsgerechtigkeit, sondern zu Willkür, die am Ende noch zahlreiche negative Folgen hat. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel dafür geben für die negativen Folgen. Nehmen wir einmal ein mittelständisches Unternehmen, in dem drei junge Mütter mit Kindern im Kita-Alter normalerweise in Vollzeit beschäftigt sind. Ich sage mit Absicht Mütter, weil wir wissen, dass die Frauen in dieser Krise überproportional viel Sorgearbeit zulasten von Erwerbsarbeit leisten müssen. Mit Blick auf die nächste Woche kann jetzt eine Mutter der Personalabteilung mitteilen, dass sie wieder voll einsteigt. Eine andere sagt, dass sie ihre Kita drei Tage die Woche nutzen kann. Die andere muss sich mit Heimarbeit und Kinderbetreuung muss Heimarbeit mit Kinderbetreuung vereinbaren, was ja bekanntlich nicht geht. Das wissen wir ja, weil die Kita sie zufällig nicht ausgewählt hat.
Jetzt kommt die erwartete Rezession und die Geschäftsleitung muss Personal oder will Personal abbauen. Welche der Mütter geht voraussichtlich in die Erwerbslosigkeit? Das können Sie sich jetzt an drei Fingern abzählen. Oder nehmen Sie einmal an, es steht eine Beförderung in demselben Unternehmen an. Welche der drei Frauen wird befördert? Keine. Weil ein Mann den Job bekommt, der erfolgreich seiner Frau in den vergangenen Monaten den größten Teil der Sorgearbeit aufdrücken konnte. Das ist die Realität. Das ist die Realität, die viele Frauen durch diese Krise verstärkt erleben. Wir erleben einen massiven Rückschritt in der Emanzipation der Frauen, eine unfreiwillige Rückkehr der Geschlechtertrennung in der Arbeitswelt. Selbst dort, wo Partnerinnen und Partner mit und ohne Kindern dies bisher anders gelebt haben und die sich dieser Widersprüche bewusst sind, erleben wir genau diese Tendenz. Und Ihr Umgang mit den Themen Kita- und Schulöffnung verstärkt diese Entwicklung deutlich, und das regt mich wirklich maßlos auf. Das Wichtigste dabei sind aber die Kinder. Sie müssen aktuell ganz viel Ungewohntes erfassen. Was ist denn dieses Corona-Monster? Warum darf sich Oma und Opa nicht sehen? Warum laufen Papa und Mama und alle anderen mit komischen Masken rum? Warum durfte ich die ganze Zeit nicht auf den Spielplatz? Und wo sind meine Freunde aus der Kita die ganze Zeit? Während viel über Grundrechtseinschränkungen aktuell diskutiert wird, fallen die Kinderrechte absolut komplett hinten runter. Gelten denn die Rechte der Kinder auf umfassende Bildung, auf Beteiligung, auf körperliche Unversehrtheit und auf soziale Sicherheit in Hessen noch? Ich möchte dazu noch einmal auf den eingangs erwähnten Brief der Frankfurter Kinderbeauftragten hinweisen, der die Position des Kindes in der aktuellen Situation deutlich herausstellt. Vielleicht wäre diese Perspektive in Hessen auch deutlicher wahrnehmbar, wenn nicht seit einem Jahr die Stelle der Kinderrechtsbeauftragten unbesetzt wäre. Eine weitere Leerstelle in dieser Landesregierung. Kinderrechte nur in die Verfassung zu schreiben und sie dann zu ignorieren, ist kinderfeindlich. Im offenen Brief aus Frankfurt wird vollkommen zu Recht darauf verwiesen, dass in der aktuellen Situation wieder Kinder zu Objekten degradiert werden und nicht in ihrer Subjektposition wahrgenommen werden. Wir wissen, dass aktuell die Zahl der Kinder, die Gewalt erleben, deutlich zugenommen hat. Kinder und Jugendliche können gewalttätigen Situationen im häuslichen Umfeld viel schlechter aus dem Weg gehen. Eltern, die über eine eingeschränkte Resilienz verfügen, drohen, familiäre Konflikte gewaltsam beenden zu wollen. Und das ambulante Gewaltschutz- und Unterstützungssystem noch dazu war zu Beginn der Krise oder ist immer noch weitgehend lahmgelegt, weil Schutzmaterialien für die Beschäftigten fehlen oder am Anfang deren Kinder nicht in die Notbetreuung gehen durften. Noch heute sind viele Fachkräfte der Jugendämter zur Verstärkung der Gesundheitsämter abgeordnet. Das alles wird natürlich dadurch verschlimmert, dass Kitas und auch Schulen, die einen wesentlichen Beitrag zum institutionalisierten Gewaltschutz liefern, weitgehend geschlossen sind. Eine klare Empfehlung für einen zeitweisen Besuch der Kita wäre so wichtig, damit möglichst zeitnah viele Kinder wieder mit außerfamiliären Bezugspersonen in Kontakt kommen und Gewaltschutzkonzepte wieder besser greifen können. Herr Klose, Sie haben ein Konzept verkündet, das keines ist. Sie haben dieses lediglich mit kommunalen Spitzenverbänden vereinbart. Sie haben niemanden sonst beteiligt, weder Eltern noch Träger und schon gar nicht die Kinder. Sie haben deutlich gemacht, dass Ihnen Autos und Biergärten wichtiger sind als Kinder. Das ist eine Bankrotterklärung für eine schwarz-grüne Regierung. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Mein letzter Satz. Beenden Sie Ihr Versteckspiel. Schaffen Sie die notwendigen Rahmenbedingungen, damit alle Kinder einen gerechten Zugang zum hessischen Bildungseinrichtungen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächster Redner ist der Vorsitzende der Fraktion Die Freien Demokraten, der Kollege René Rock. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Gestern demonstrierten Eltern hier in Wiesbaden vor der Staatskanzlei.
Diese Eltern demonstrieren seit Wochen auch in anderen hessischen Städten. Gestern bestand die Möglichkeit aller Fraktionen, sich mit diesen Eltern auszutauschen. Jeder hätte dorthin gehen können. Jeder war eingeladen. Alle Fraktionen haben eine Einladung bekommen. Das war aus dem E-Mail-Verteiler, der uns eben auch vorliegt, klar ersichtlich. Allerdings kam niemand von den Vertretern der Regierungsfraktionen und hat sich mit den Eltern auseinandergesetzt. Niemand war da, um sich die Sorgen anzuhören. Und niemand war da, um diese aus unserer Sicht falsche Entscheidung des hessischen Sozialministers Kai Klose zu verteidigen. Auch das spricht Bände für Sie. Die Kita-Eröffnung in Hessen ist unser Thema. Es ist unser Thema hier, und es ist ein wichtiges Thema. Warum? Meine Vorrednerinnen haben zum Teil auf wichtige Punkte hingewiesen. Die Kitas sind viel mehr als Betreuungseinrichtungen. Die Kitas sind Bildungseinrichtungen. Die Kitas in Hessen mit ihrem gut ausgebildeten Personal, mit ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantworten Bildungschancen für unsere Kinder, Entwicklungschancen. Sie stehen dafür, dass die Spaltung der Gesellschaft reduziert wird, indem die Chancen der Kinder verbessert werden, auch der Kinder, die vielleicht nicht aus bildungsnahen Haushalten kommen. Dort wird unfassbar viel wichtige Arbeit geleistet. Wenn die Kinder nicht in die Kitas kommen, wenn sie alleine in ihren Familien sind, und wir haben viele Familien, in denen nur ein Kind lebt, dann werden sie sozial, emotional vereinsamt in dieser Situation, wenn sie nur mit Erwachsenen zusammen sind. Und auch die Frage der Schutzfunktion, das ist auch angesprochen worden. Wenn die Familien mehr Stress ausgesetzt werden, und in dieser Pandemiesituation sind die Familien unfassbar viel Stress ausgesetzt. Sie haben vielleicht Angst um ihre finanzielle Existenz. Sie müssen jetzt plötzlich im Homeoffice arbeiten, was sie nie gemacht haben. Sie müssen die technischen Voraussetzungen schaffen. Sie müssen sich an neue Arbeitsweisen gewöhnen. Und Homeoffice heißt nicht, dass man zu Hause ist und sich um seine Kinder kümmern kann, sondern es heißt, dass man arbeiten muss und dass man diese Arbeit auch herausfordernd bewältigen will und bewältigen muss, weil man ihm sonst seinen Job verliert. Das ist die Realität der Familien in unserem Land. Und wir haben gestern gehört, die Forderung der Familien. Wir haben die Ängste und Nöte gehört. Wir haben gehört, dass Eltern sagen, wir sind keine Lehrer. Wir sind nicht als Lehrer ausgebildet, und wir können auch nicht die Lehrer zu Hause ersetzen. Wir können auch die ganzen Herausforderungen gleichzeitig nicht stemmen. Und wenn Sie die Familien in unserem Land im Stich lassen, dann lassen Sie die Gesellschaft in unserem Land im Stich. Und das kann doch nicht der Wille dieser Landesregierung sein. Darum gehen Sie in sich und überlegen Sie Ihre Politik noch einmal. So kann es nicht bleiben. Die Kitas in Hessen müssen wieder aufgemacht werden. Und viele gesellschaftliche Auswirkungen, die wir noch gar nicht wirklich absehen können, werden dadurch immer weiter verschärft. Also die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Frage der Gleichstellung der Frau, die Frage, wer trägt denn die Hauptlast der Kinderbetreuung und der Erziehung und der Bildung in unserem Land. All das wird immer weiter zugespitzt und verschärft sich. Das Wiederanfahren der Wirtschaft, wie soll das gehen, wenn die Eltern zu Hause gebunden sind mit Kinderbetreuung und mit Ersatzfunktionen für die Lehrer in unserem Land? Wie soll das alles funktionieren? Und ich kann Ihnen sagen, es wird nicht funktionieren, wenn die Kitas nicht wieder geöffnet werden in unserem Land. Und dann fragt man sich tatsächlich, was macht denn diese Landesregierung in dieser Zeit? Wie reagiert denn der verantwortliche Minister in unserem Land? Was macht Kai Klose? Wo ist Kai Klose in dieser herausfordernden Situation? Was tut er, um die Kitas, um die Eltern, um die Familien in unserem Land zu unterstützen und sie in dieser schwierigen Zeit in die Lage zu versetzen, all diese Herausforderungen zu bewältigen? Die Kitas schließen im März. Dann hörte man nichts von unserem Sozialminister. Andere Sozialminister, andere Bundesländer engagierten sich, haben Pläne vorgelegt. Es gibt einen Vier-Phasen-Plan, der auch auf Bundesebene beschlossen worden ist, in dem klar geregelt ist, wie kann eine Rückkehr in die Kitas wieder erfolgen. Wo war Hessen? Wo war Hessen? Hessen hat sich nicht engagiert. Wir waren völlig überrascht, als wir vor drei Wochen erfahren haben,
völlig überrascht, wie wir in 3 Wochen erfahren haben, dass tatsächlich am 2. Juni Hessen in die eingeschränkte Regelbetreuung zurückkehren würde. Das hat dieses Land völlig überrascht an dieser Situation. Und ich kann nur sagen, Sie haben am 2. Juni hier etwas versprochen, und Sie haben dieses Versprechen gebrochen. Und das ist Ihre Verantwortung, Herr Klose. Sie haben Herr Kollege Rock, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Wagner? Wirklich, ich will an dieser Stelle mich wirklich mal damit auseinandersetzen, was ist die Verantwortung dieses Ministers? Was ist die Verantwortung der Hessischen Landesregierung gegenüber den Familien in unserem Land? Und Sie haben hier in diesem Plenum verkündet, am 5.5. haben Sie verkündet, dass die Regelbetreuung in Hessen am 2. Juni wieder in Kraft gesetzt wird. Und es ist klar, was mit Regelbetreuung gemeint ist. Und es steht heute noch auf der Internetseite, wenn Sie auf die Internetseite der Staatskanzlei gehen oder des Ministeriums, steht, der Regelbetrieb soll wieder anlaufen. Und was bedeutet der Regelbetrieb? Der Regelbetrieb bedeutet, dass wieder alle Kinder in unserem Land ein Anrecht haben, in die Kita zu gehen. Und genau das tun Sie nicht. Genau das tun Sie nicht. Sie haben an dieser Stelle von diesem Pult aus ein Versprechen gegeben, ein Versprechen an die Familien in diesem Land, ein Versprechen an die Eltern in diesem Land. Und Sie haben uns hier im Hessischen Landtag eine klare, nachvollziehbare, nachlesbare, in Pressemitteilung, auf Internetseiten verkündete Versprechung gemacht. Der eingeschränkte Regelbetrieb in diesem Land soll ab 2. Juni wieder in Kraft gesetzt werden. Sie haben letzte Woche den Fachsprechern mitgeteilt, dass das nicht passieren wird. Sie haben dafür keine Begründung geliefert. Es kann nicht das Pandemiegeschehen in diesem Land sein, weil das Pandemiegeschehen in diesem Land ist genauso im Griff wie in anderen Ländern auch. Und es ist nicht erkennbar, dass in Hessen eine besondere Entwicklung in der Gesundheitssituation ist. Darum, Herr Klose, erklären Sie uns, warum Sie denn von Ihrem Versprechen abgerückt sind und warum Sie die Kinder in unserem Land in 2 Gruppen einteilen, ohne Not aus unserer Sicht. Wir haben Notbetreuung in den Kitas in unserem Land. Was bedeutet das? Es ist abhängig von dem Beruf der Eltern, ob ein Kind Anrecht hat, in eine Kita zu gehen. Sie sagen, die einen sind systemrelevant und die anderen sind nicht systemrelevant. Sie spalten dieses Land in wichtige und unwichtige Kinder. Und das kann man nur machen, wenn es absolut notwendig ist. Und das muss aufgehoben werden, sobald es wieder verantwortbar ist. Und Sie haben selbst erklärt an diesem Pult, Sie halten es verantwortbar, am 2. Juni diese Kinderbetreuung wieder in Gang zu setzen. Sie haben am 2. Juni, Herr Minister Klose, hier erklärt, Sie halten es für möglich und für richtig, innerhalb von 3 Wochen diese Notbetreuung wieder einzustellen. Und von daher will ich Ihnen sagen, Herr Klose, wer sich hier hinstellt, wer sich wegduckt, wer 3 Werktage vor der verkündeten Öffnung einen Hygieneplan vorlegt, wer sich in der Art und Weise wegduckt, Verantwortung ausweicht, der ist aus meiner Sicht nicht in der Lage, ein Ministerium in dieser Krise verantwortungsvoll zu führen, Herr Klose. Ziehen Sie die Konsequenzen. Wenn diese Landesregierung Entscheidungen trifft, die sich nicht als sinnvoll erweisen, dann reicht oftmals ein Anruf einer Lobbygruppe, um dieses Fehlverhalten oder diesen Fehler dieser Regierung zu korrigieren. Wir haben das wieder in der 5-Quadratmeter-Regelung gesehen bei den Gaststätten. Da musste die Hoga beim Ministerpräsident anrufen. Und innerhalb von einer Woche werden die 5-Quadratmeter-Regelung aus der Welt geschafft. Verkündet vom Generalsekretär der CDU erfahren wir, das Problem ist gelöst. Scheinbar haben die Eltern in unserem Land keine Lobby, keiner, der anrufen kann beim Ministerpräsidenten, um auf die vielen Herausforderungen der Familien hinzuweisen. Die Familien haben in diesem Land keine Lobby. Und wenn die Eltern in diesem Land demonstrieren, dann sind die GRÜNEN weit weg, um sich mal zu informieren, was die Interessen der Eltern sind. Darüber müssen Sie sich im Klaren sein. Und lieber Herr Ministerpräsident Volker Bouffier, Sie genießen großes Vertrauen in der Bevölkerung. Sie haben als Ministerpräsident hier in diesem Land großes Vertrauen gewonnen bei den Menschen. Werden Sie diesem Vertrauen gerecht? Und gucken Sie genau hin, wer in Ihrem Kabinett geeignet ist, diese Krise zu bewältigen. Und Herr
Ministerpräsident Volker Bouffier, ich bitte Sie an dieser Stelle, genau zu beobachten, wie war der Umgang in den Altersheimen mit den Schutzregeln durch den Minister? Was war der Aufstand der Träger an dieser Stelle? Wir haben bis heute noch kein Schutzkonzept und kein Konzept, wie wir mit dem Testen umgehen. Und wir haben das Thema der Kitas, in dem dieser Minister den Menschen etwas versprochen hat und hat sein Wort gebrochen. Was soll noch passieren, dass Sie die Konsequenzen ziehen und diesen Schwachpunkt aus Ihrem Kabinett entfernen, Herr Bouffier? Was soll noch passieren? Herr Kollege Rock, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Lieber Kai Klose, Sie haben den Menschen in diesem Land etwas versprochen. Sie haben das Versprechen gebrochen. Sie waren nicht bereit, sich den Menschen in dieser Diskussion zu stellen. Darum ziehen Sie die Konsequenzen, oder der Ministerpräsident soll die Konsequenzen ziehen. Sie sind ein Risiko für unser Land. Bitte beenden Sie Ihre Tätigkeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Rock. Für die Fraktion der CDU spricht deren Fraktionsvorsitzende, Kollegin Ines Claus. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege René Rock, bevor ich anfange, möchte ich erst einmal den Unterschied erklären zwischen dem Autohaus und dieser Entscheidung. Es geht hier um unsere Kinder. Und die Kinder und die Eltern haben eine Riesenlobby bei uns. Und deswegen verdienen sie verantwortbare Entscheidungen. Und deswegen macht diese Vergleicherei überhaupt keinen Sinn. Und ich bitte darauf, mal Rücksicht zu nehmen. Und ja, viele Familien sitzen gerade zusammen zu Hause seit 10 Wochen. Das sind umgerechnet 1.000 Betreuungsstunden. Und ich weiß, wie lange auch eine Betreuungsstunde manchmal werden kann. Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, welche Sätze zu Hause am meisten gerade fallen. Nur noch ganz kurz, ich komme gleich. Und zum Schluss nur noch eine Folge, dann ist aber Schluss. Das sind Sätze, die gerade zu Hause passieren. Und ich habe vollstes Verständnis für diese Situation, die gerade zu Hause stattfindet. Aber die haben wir uns nicht gewünscht. Wir haben hier gerade eine Krise. Und das müssen wir weiterhin ernst nehmen. Und da komme ich noch einmal darauf zurück. Es geht um unsere Kinder. Wir haben noch darüber diskutiert, wie gefährlich ist dieses Virus. Und jetzt komme ich wieder zu Ihnen. Sie sagen, machen Sie die Kitas auf. Oder machen Sie halb auf. Ein bisschen auf. Erweitern Sie die Notbetreuung. Oder doch nicht. Oder wir wissen es jetzt gerade nicht. Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und ich muss Ihnen nicht erklären, dass ein Wasch mich, aber mach mich nicht nass, gerade im Bereich der Hygiene ganz wichtig ist, dass man das hier ordentlich macht und sich ordentlich die Hände wäscht, um mal diesen Vergleich zu ziehen. Also, Frau Kollegin Claus, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rock zu. Diese Stimmung. Also, was hat unsere Landesregierung gemacht? Sie hat gesagt, wir wollen so viele wie möglich Kinder wieder in die Kitas bringen, unter verantwortbaren Voraussetzungen. Und jetzt erzähle ich Ihnen noch etwas. Wir haben 6.000 Kitas in Hessen. 6.000. Und die Bandbreite geht von einem Waldkindergarten im Ried bis zu einem Altbaukindergarten im Frankfurter Westend. Wollen Sie da eine Schablone drauflegen und sagen, das passt, so machen wir es?
Wir wollen das nicht. Wir wollen dezidierte Konzepte, so dass man damit auch arbeiten kann, damit den Eltern und den Kindern geholfen ist und damit der Gesundheitsschutz gewährleistet ist. Wir sagen also, verantwortbar heißt, die Prämissen zu erfüllen, ausreichend Platz, Personal und vor allen Dingen die Möglichkeit, insgesamt darzustellen, die Kinder zu betreuen. Weil wie gehen wir denn auch mit den vulnerablen Erziehergruppen um? Was haben Sie denn dazu gesagt? Auch nichts. Also alles öffnen, aber na egal, Erzieher doch nicht. Und jetzt erzähle ich Ihnen noch einmal was. Das war nicht unsere Idee, sondern das haben uns die kommunalen Spitzenverbände erzählt. Das heißt, der Sozialminister hat genau das eingehalten, was er gesagt hat am 5.5. Er hat die Gespräche aufgenommen mit denen, die die Kitas tragen. Das sind diejenigen, die verantwortlich sind. Und das ist auch nicht neu für die. Das ist deren Tagesgeschäft. Das sind diejenigen, die immer dafür verantwortlich sind, Betriebserlaubnisse auszustellen für Waldkindergärten, für Stadtkindergärten, für Sportkindergärten. Und deswegen war es richtig, was er gemacht hat. Und wenn die kommunalen Spitzenverbände sagen, wir wollen das so, dann ist es doch sinnvoll, gerade unter den Prämissen, die ich schon erwähnt habe, dass so verfahren wird. Ich möchte aber noch einmal einen Blick auf die Eltern richten, weil ich nehme diese Sorgen sehr, sehr ernst. Die wollen wissen, ist denn der Platz frei am Dienstag? So, und dann erkläre ich Ihnen die Rechenformel. Die Rechenformel, die hinter diesem Konzept steht, ist mathematisch ausgedrückt, also die Betriebserlaubnisgröße minus der Notbedrückten und der vulnerablen Erziehergruppen. So, und dann haben wir die Zahl. Aber das hilft jetzt auch nicht weiter, sondern, und da fange ich noch einmal an, ganz praktisch, das gibt es im Protokoll ja nachzulesen, ganz praktisch kann ich Ihnen sagen, wir müssen konkret vor Ort gucken, wie viele Erzieher stehen zur Verfügung. In jeder Kita. In jeder Kita muss geschaut werden. Und dann kann aufgefüllt werden. Das ist unser Konzept. Und das bedeutet doch, eine Platzreichbarkeit bis zu 60, 70, 80%, wenn die Voraussetzungen vor Ort vorliegen. Und dann erkläre ich noch schnell den Unterschied zur Schule. Wir haben eine Schulpflicht und eine Kindergartenmöglichkeit. Das heißt, ja, ein Recht. Genau. Aber zwischen Recht und Pflicht gibt es einen Unterschied, Frau Böhm, das wissen Sie. Und dann haben wir auch noch eine originäre Landeszuständigkeit im Bereich der Schulen. So, das erklärt auch einmal den formalen Unterschied. Aber ich möchte in dieser Debatte auch nicht versäumen, ganz eindeutig noch einmal den Erzieherinnen und Erziehern Danke zu sagen, die in der Notbetreuung, die sie sich auch nicht gewünscht haben, weil sich keiner diese Krise gewünscht hat, eine hervorragende Arbeit gemacht haben für die Kinder, die alleine betreut wurden in den Notbetreuungsgruppen, aber auch die Kinder, die zu Hause waren. Sie haben Kontakt mit denen aufgenommen, sie haben angerufen, sie haben die Kita-Zäune irgendwie so bestückt, dass es auch schön war für die Kinder, dass sie den Kontakt gehalten haben. Und das verdient mal unsere äußerste Wertschätzung, weil ich glaube, jeder von uns hat doch einen Kita-Zaun gerade vor Augen, der so bemalt ist und bebastelt wurde und den Eltern auch die Inputs für zu Hause gegeben hat. Deswegen ein Dankeschön für diese kreative Arbeit, die in dieser Krise geleistet wurde. Und wenn Sie mit der Schablone drauf wollen, es gibt auch einen Unterschied zwischen Ü3 und U3. Frau Böhm hat gerade gesagt, ja, da muss doch jeder noch mal irgendwie in den Kindergarten. Ja, ich weiß nicht, ob wir einem 15 Monate alten Kind irgendwie einen Gefallen tun, wenn wir sagen, darfst mal 2 Stunden hin, dann nehme ich dich wieder mit. Ich glaube, da sind alle Mütter oder Väter 2 Stunden beschäftigt, das Kind mal kurz abzugeben und dann wieder mitzunehmen. Also, wir müssen doch auch das Alter des Kindes im Blick behalten. Es geht um die Kinder. Ich sage es hier noch einmal, und da kann ich hier sowas nicht ertragen.
Ich möchte auch noch kurz bei den Kindern bleiben, weil wir waren nicht alleine in dieser Ausnahmesituation. Unsere Kinder waren bei uns. Die haben das mitbekommen. Die haben das mitbekommen mit diesem Corona. Die haben mitbekommen, dass die Eltern Masken tragen, dass Oma und Opa auf einmal nicht mehr da ist. Und wissen Sie was? Die haben auch eine neue Normalität gelernt. Und das ist das, was jetzt auch in diesem Hygienekonzept abgebildet ist. Da steht 20, 30 Sekunden Hände waschen. Und das schaffen auch unsere Kleinen in der Kita. Weil wissen Sie, wie die das umrechnen? Ich habe 2 5-Jährige, die 2-mal Happy Birthday singen, wenn die sich die Hände waschen. Und das ist ein Konzept, das trägt, das setzen die um, da landen die bei 30 Sekunden. Und das gehört auch dazu, dass wir bei dieser Debatte einfach mal einen Blick auf die Kinder richten und nicht immer sagen, es geht um Betreuungseinrichtungen, sondern es geht um Kinder in dem Fall. Also, kurz zusammengefasst, die Entscheidung des Sozialministers und der Hessischen Landesregierung war goldrichtig, weil wir uns immer im Kindeswohl auch schon in der Notbetreuung orientiert haben, im Gegensatz zu anderen Bundesländern. Das heißt, was wir vorgelegt haben, ist ein passgenaues Konzept vor Ort unter Umsetzung der Hygienepläne, die jetzt gekommen sind. Und ich danke auch allen Bürgermeistern, die momentan diese Konzepte mit den Kita-Leitungen jetzt umsetzen. Und deswegen, keiner hat sich diese Krise gewünscht. Keiner. Aber wir müssen jetzt damit umgehen. Und unser Ziel ist und bleibt es, ein verantwortungsvolles Betreuen unserer Kinder. Und mit dieser passgenauen Öffnung gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Regelöffnung. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaus. Nächster Redner ist der Fraktionsvorsitzende der Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, der Kollege Matthias Wagner. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will vorausschicken, ich teile alles, was die Vorrednerinnen gesagt haben zur schwierigen Situation für Eltern, für Kinder. Ich teile alles, was gesagt wurde zu den schwierigen Organisationsprozessen, vor denen die Kitas und Krippen jetzt stehen. Das ist unbestreitbar richtig, meine Damen und Herren. Nur was uns nicht weiterhilft, und da bin ich im Unterschied zu den Oppositionsfraktionen, dass man so tut, als könnte man hier im Hessischen Landtag die Krise einfach wegreden und könnte die Probleme der Krise gar nicht mehr wahrnehmen. Es muss darum gehen, unter den Bedingungen der Krise ein größtmögliches Maß der früher gewohnten Betreuungszeit sicherzustellen, ein größtmögliches Maß der Betreuungszeit. Und dafür ist das Konzept, worauf die Landesregierung gemeinsam mit den Kommunen setzt, genau richtig. Wir handeln gemeinsam mit den Kommunen. Wir geben größtmögliche Flexibilität und schaffen es so, ein größtmögliches Maß an Betreuungszeit für die Eltern und für die Kinder sicherzustellen. Das ist genau der richtige Weg. Und ich will mal darauf hinweisen, das Land betreibt keine Kitas. Das Land betreibt keine Kitas. Das machen die Kommunen, oder die Kommunen beauftragen freie Träger damit. Und weil das so ist, meine Damen und Herren, ist es doch richtig, dass die Landesregierung nicht am
Tisch in Wiesbaden entschieden hat, wie es die Kommunen machen sollen, sondern dass sie gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden, die Arbeitgeber sind, die diejenigen sind, die es vor Ort umsetzen müssen, die diejenigen sind, die auch vieles davon bezahlen, dass wir gemeinsam mit den Kommunen ein Konzept erarbeitet haben und dieses Konzept gemeinsam tragen und jetzt umsetzen. Das ist doch genau richtig und nicht das Geschwätz von irgendwelchen abstrakten Standards, die die Kommunen dann gar nicht umsetzen können. Sie müssen das uns nicht glauben, von CDU und GRÜNEN. Aber vielleicht nehmen Sie ernst, was der Präsident des Hessischen Städtetags gesagt hat. Was der Präsident des Hessischen Städtetags gesagt hat, der Kasseler Oberbürgermeister Christian Geselle, Mitglied der SPD, wenn ich es richtig weiß. Zitat, wörtliches Zitat. Wir freuen uns, dass Land und Kommunen im Dialog gemeinsam einen Weg gefunden haben, wie wir Eltern ab 2. Juni realistische und für sie brauchbare Betreuungszeiten anbieten können. Land und Kommunen gemeinsam. Ich finde, das ist der richtige Weg. Kollege Wagner, gestatten Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen Jörg-Uwe Hahn? Ich verstehe ja, dass Sie die Regierung kritisieren. Ist der Job der Opposition. Ist alles in Ordnung. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, dass die Oppositionsfraktionen in diesem Hause glauben, es auch besser zu wissen als die Kommunen, besser zu wissen als diejenigen, die vor Ort in der Verantwortung stehen, besser als diejenigen, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber der Erzieherinnen und Erzieher sind. Das verstehe ich nicht, warum Sie glauben, es besser zu wissen als diejenigen, die es in kommunaler Verantwortung dann umsetzen müssen. Es ist schon ein starkes Stück, dass Sie Ihrem eigenen Präsidenten des Städtetags sagen, dass Sie es besser wissen hier im Hessischen Landtag. Aber völlig absurd, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, völlig absurd wird Ihre Argumentation, wenn wir nach Rheinland-Pfalz schauen. Also einfach einmal über die Rheinseite gehen. Dort macht Ihre SPD-Ministerin exakt das Gleiche, was wir hier in Hessen machen. Und liebe Kollegin Gnadl, liebe Kollegin Faeser, was den Eltern, was den Kindern nicht hilft, ist eine Partei, die ihre Meinung davon abhängig macht, auf welcher Rheinseite sie gerade steht. Das hilft Eltern und Kindern nicht. Rheinland-Pfalz setzt auf eine Vereinbarung mit den Kommunen. In Rheinland-Pfalz für die SPD Ausgeburt großer Regierungskunst, hier im Hessischen Landtag auf einmal falsch. Rheinland-Pfalz setzt auf größtmögliche Flexibilität vor Ort und verzichtet auf landesweite Vorgaben. In Rheinland-Pfalz Ausgeburt sozialdemokratischer Regierungskunst, hier in Hessen falsch. Rheinland-Pfalz macht keine Vorgaben zu Gruppengrößen. In Rheinland-Pfalz Ausgeburt sozialdemokratischer Regierungskunst, hier in Hessen auf einmal falsch. So eine Partei, die ihre Meinung von der Rheinseite abhängig macht, braucht kein Mensch, meine Damen und Herren. Frau Faeser, ich habe noch einmal nachgeguckt. 11 Kilometer sind es von hier bis in den Mainzer Landtag. 34 Minuten mit dem Fahrrad. Na gut, ich brauche 36. 11 Kilometer. Und hier hat Ihre Rednerin gesagt, dass es der falsche Weg sei, gemeinsam mit den Kommunen und mit den Jugendämtern die Entscheidung zu treffen, welche Kinder in die Kita zurück können. Wie klingt das bei der SPD 11 Kilometer weiter? Ich zitiere aus der Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz.
Die Kita-Leitungen vor Ort erhalten zudem die notwendige Flexibilität, um auf Grundlage der räumlichen und personellen Kapazitäten und in Abstimmung mit den Jugendämtern passende Lösungen auf dem Weg zum Regelbetrieb zu entwickeln. Die doppelte Sozialdemokratie. Die familienpolitische Sprecherin der hessischen SPD erklärt, dass es ein Skandal sei, dass wir am 2. Juni nicht zum vollständigen Regelbetrieb zurückkehren können. Wie klingt das bei der familienpolitischen Sprecherin der SPD in Rheinland-Pfalz? Wörtliches Zitat, Frau Kollegin Faeser, eine schnelle Rückkehr zum normalen Kita-Betrieb wird es vorerst nicht geben. Wer seine Meinung davon abhängig macht, auf welcher Rheinseite er gerade steht, der hilft weder Kindern, noch Eltern, noch Kommunen, noch Kita-Trägern. Dem geht es nicht um die Sache, sondern der will einfach nur inhaltsleeres Geschwätz hier im Landtag vortragen. Ich will es noch einmal sehr klar sagen, wer in Mainz so redet und in Wiesbaden so, und dann einen solchen Ton und dann solche unverschämten Unterstellungen und solche unverschämten Behauptungen gegenüber dem Sozialministerium, gegenüber dem Sozialminister, gegenüber den Menschen, die in diesem Ministerium jeden Tag hart daran arbeiten, die Folge der Krise zu bewältigen, der ist schlicht und ergreifend einfach nur noch unverschämt, meine Damen und Herren. Einfach nur noch unverschämt. Und Rheinland-Pfalz ist nicht das einzige Land, das es so macht wie in Hessen. Auch in Thüringen ist das so. In Thüringen ist es genauso. In Schleswig-Holstein wird davon geredet, dass Kinder nur tageweise in die Kita zurückkehren können. Ich kritisiere das nicht. Ich weise nur darauf hin, dass wir eben alle in einer schwierigen Situation sind. Und in Nordrhein-Westfalen, weil Herr Kollege Rock ja hier wieder Reden gehalten hat, ja, da gibt die Landesregierung landesweit etwas vor. 10 Stunden weniger Betreuung als bislang. Und dann guckt man 2 Sätze weiter und dann steht da, vor Ort kann von diesen Regeln abgewichen werden. Über was diskutieren wir hier eigentlich, meine Damen und Herren? Über was diskutieren wir hier eigentlich? Wir brauchen, deshalb sage ich es ja, wir brauchen Lösungen, die Eltern und die Kindern tatsächlich helfen. Was wir nicht brauchen, ist ein Meinungsflipflop, je nachdem, auf welcher Rheinseite man gerade steht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Kollege Wagner, zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet die Fraktionsvorsitzende der SPD, Kollegin Nancy Faeser. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Wagner, ich will Ihnen mal kurz etwas vorlesen. Frankfurter Rundschau vom gestrigen Tage, Überschrift: Kitas und Schulen, Corona-Krise, Doppelpunkt: Baden-Württemberg will Kitas bis Ende Juni vollständig öffnen. Die Unterscheidung zwischen, ob im Neckar zwischen Hessen und, also wie Sie es so schön gesagt haben, Wiesbaden und Stuttgart, das ist natürlich etwas anderes. Herr Kollege Wagner, das, was Sie hier gemacht haben, war völlig inhaltslos, nur auf Rheinland-Pfalz zu zeigen und hat die Sorgen der Eltern in diesem Land
völlig ignoriert. Wissen Sie eigentlich, was bei den Eltern in Hessen los ist? Da gibt es Menschen, die um ihre Jobs fürchten. Die haben sich darauf verlassen, dass dieser Sozialminister versprochen hat, von diesem Pult aus versprochen hat, dass ab dem 2.6. wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb in den Kitas notwendig ist. Darauf haben Sie sich verlassen und wurden jetzt bitter enttäuscht, meine Damen und Herren. Bitter enttäuscht. Und Frau Kollegin Klaus, das, was Sie und ich in den letzten 10 Wochen erlebt haben, ist, glaube ich, mit vielen Familien in Hessen nicht vergleichbar. Ja, wir haben auch Kinder im Kita-Alter, und das war nicht immer leicht. Aber wir sind doch privilegiert. Wir haben einen Garten, wo Kinder spielen können. Wir haben einen Mann, der mitgeholfen hat. Das ist nicht in jeder Familie so in Hessen. Und es gibt unglaublich schwierige Wohnverhältnisse, wo die Menschen seit 11 Wochen in engstem Raum ohne Perspektive leben. Und man kann von einer Landesregierung erwarten, dass sie den Eltern und den Kindern Perspektive geben. Und das haben Sie nicht gemacht, meine Damen und Herren. Und Herr Kollege Wagner, das ist Ihre Verantwortung hier in Hessen. Und die Kollegin Gnadl hat auch nicht das gesagt, was Sie unterstellt haben, sondern sie hat gesagt, wir brauchen einen Plan, ein Vorgehen, wie es unter den Voraussetzungen der Pandemie möglich ist. Jetzt hat sich der Sozialminister hingestellt und gesagt, es gibt einen eingeschränkten Regelbetrieb. Das hat Erwartungshaltung geweckt. Nein, gibt es nicht. Was es in Hessen lediglich gibt, ist eine Ausweitung der Notbetreuung. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Deshalb ist es für die Eltern in Hessen so schwer. Und deshalb haben wir heute diesen Setzpunkt gemacht, damit sie den Eltern eine Perspektive geben unter Einhaltung der Hygienevorschriften, unter Einhaltung der Gesundheit der Kinder. Natürlich steht das im Vordergrund. Aber es braucht einen Plan, ein Vorgehen und vor allen Dingen letzter Satz. Sich hier hinzustellen, zu sagen, wir haben alles mit den Kommunen vereinbart. Wissen Sie eigentlich, wie viele Träger auf der kommunalen Seite sind? Es sind knapp 50% in Hessen. Sie haben nicht einmal mit den freien Trägern gesprochen in diesem Land, die Kindertagesstätten verantworten. Was ist denn das für ein Verhalten, die Verantwortung so nach unten abzugeben, ohne sich darum zu kümmern, einen Rahmen zu setzen, der notwendig ist? Und Herr Kollege Wagner, da reicht es nicht aus, auf Rheinland-Pfalz zu verweisen. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Zu einer Erwiderung hat jetzt der Fraktionsvorsitzende von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Matthias Wagner, das Wort. Frau Kollegin Faeser, ich habe meine Rede ausdrücklich begonnen mit der schwierigen Situation, vor der Kinder und Eltern stehen. Und ich teile das und ich habe das ausdrücklich alles geteilt, was hier gesagt wurde. Und wir alle stehen in der Verantwortung, auf diese schwierige Situation Antworten zu geben und Lösungen zu finden, wie wir zu einem größtmöglichen Maß an Betreuungszeit zurückkehren können. Und da glaube ich, ist der Weg, den Rheinland-Pfalz, Hessen und andere Bundesländer gehen, genau der richtige. Genau der richtige. Nämlich nicht landesweite Vorgaben zu machen über eine Kita-Landschaft, die vor Ort völlig unterschiedlich ist. Da ist es richtig, wie es Rheinland-Pfalz, Hessen und andere Bundesländer machen, auf die Gemeinsamkeit mit den Kommunen zu setzen, auf größtmögliche Flexibilität vor Ort. Das wird dazu führen, dass wir im eingeschränkten Regelbetrieb ein größtmögliches Maß an Normalität bekommen werden. Darauf habe ich hingewiesen, Frau Kollegin Faeser. Und warum der Weg, auf größtmögliche Flexibilität und auf Einbindung der Kommunen zu setzen, im einen Bundesland richtig ist und im anderen falsch, das haben Sie immer noch nicht beantwortet, Frau Faeser. Das haben Sie schlicht und ergreifend immer noch nicht beantwortet. Und wir werden in 2 Wochen sehen, welche Bundesländer für Eltern mehr Normalität hergestellt haben.
diejenigen mit den starren landesweiten Vorgaben oder die Bundesländer, die wie Rheinland-Pfalz und Hessen auf Flexibilität gesetzt haben. Und ich bin mir sicher, dass sich dann die Debatte vollkommen anders darstellen wird, weil dann wird sich zeigen, dass die Flexibilität nämlich dazu geführt haben, dass man mehr Betreuungszeit bekommt. Und zu Baden-Württemberg, ja, natürlich. Wir sind der baden-württembergischen Landesregierung ausdrücklich dankbar, dass sie die Studie in Auftrag gegeben hat. Und wenn sich die Ergebnisse der Studien bewahrheiten, dann werden wir wahrscheinlich die nächste Stufe vom eingeschränkten Regelbetrieb zum vollständigen Regelbetrieb schneller gehen können. Gar keine Frage. Aber aktuell reden wir über den eingeschränkten Regelbetrieb. Und hier ist das Konzept, das auf Flexibilität und auf die Kommunen setzt, besser, als den Leuten Sand in die Augen zu streuen, wie Sie das hier tun, Frau Faeser. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wagner.